Natürlich habe ich gestern auch die Pressekonferenz verfolgt und die aktuelle Nachrichtenlage und auch die Entwicklung der Corona-Zahlen. Grundsätzlich sind es keine schönen Nachrichten. Ich glaube, da geht es jedem gleich. Das ist mal völlig loslos vom Fußball. Habe ich schon oft betont, dass Gesundheit das größte Gut ist und dass wir alle alles dafür tun sollten, dass die Zahlen ideal verschwinden oder die Corona-Fälle verschwinden. Wenn es nicht funktioniert, zumindest sie so gering wie möglich zu halten. Ich hoffe natürlich, dass aus Fußballersicht wir die Spiele ganz normal weiterlaufen, wir die Spiele machen können, weil es, habe ich schon oft betont, glaube ich, auch für die Gesellschaft eine gute Sache ist, dass Bundesliga-Fußball gespielt wird. Hoffe aber natürlich auch für alle anderen Wirtschaftsbereiche, dass es keine extremen Maßnahmen geben muss, sondern dass wir mit diesen Maßnahmen, die jetzt gefällt sind, die in meinen Augen jetzt nicht extrem sind, trotzdem wieder die Kurve kriegen. Und ich glaube, der Söder und auch die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass wir dann wieder vor der Welle sind und nicht der Welle hinterherlaufen. Und das benutze ich jetzt auch mal, dass wir danach dann wieder vor der Welle sind und nicht der Welle hinterherlaufen. Justin hat die ersten 2, 3 Tage ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen, was auch normal ist. Hat jetzt natürlich letztes Jahr jetzt nicht so viel gespielt, hat ja auch ein bisschen Rhythmusprobleme. Dann natürlich die Pause auch in Italien, hat dann das erste Ligaspiel auch nicht gemacht und demnach hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt die letzten 3, 4 Einheiten waren deutlich besser. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Kader, das ist, glaube ich, klar, und natürlich auch ein Kandidat, um reinzukommen. Aber wenn jetzt über Nacht in meinem Gedankengut nicht außergewöhnliche Dinge passieren, dann ist er auf jeden Fall kein Kandidat für die Startelf. Ja, Augsburg hat sich schon verbessert gegenüber der letzten Saison, soweit ich das bewerte, was die Analyse von vor, ich weiß nicht, wann es war, 8 Wochen und jetzt angeht. Kriegen ein Gegentor, viel weniger Konterchancen zugelassen, als es im letzten Jahr der Fall war. Hatten letztes Jahr schon viele, gerade in der Rückrunde, viele Ballverluste in der eigenen Hälfte, dann auch sehr viele Tore bekommen in den ersten 10 Sekunden nach Ballverlust. Das ist jetzt mit weniger Risiko behaftet. Wir haben in Augsburg vor 8 Wochen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und werden auch am Samstag ein sehr gutes Spiel machen.